Hallo ihr Lieben, wir als CVR in Baden wollen euch in dieser herausfordernden Situation, in dieser Krise nicht allein lassen, sondern wir wollen gemeinsam Zeichen der Hoffnung setzen und uns dafür einsetzen, dass Menschen etwas von der guten Botschaft Gottes hören, die Kraft gibt, die ermutigt und die die Angst nimmt. Von daher wollen wir jetzt eine Zeit der Ermutigung und des Entfrustens miteinander gestalten. Dazu sehen wir zwei gute Möglichkeiten. Einmal sind wir selbst gefragt, als Menschen, wie du und ich. Wir wollen bewusst uns Zeit nehmen und auf Leute zugehen, die uns am Herzen liegen. Vielleicht gibt es drei Menschen, die wir uns vornehmen, bei denen wir bewusst in dieser Zeit jetzt einfach dranbleiben wollen. Vielleicht per Brief oder per E-Mail oder per WhatsApp oder über andere Kanäle, die wir zur Verfügung haben. Und wir wollen als gesamte Bewegung einfach miteinander unterwegs bleiben und Beziehung leben. Nicht in echt, aber durch Online-Angebote. Und da haben wir mittlerweile ein großes Bundesprogramm. Ich freue mich riesig über die tollen Möglichkeiten, die die Ortsvereine miteinander haben, um Gruppen zu gestalten. Zum Beispiel durch so Werkzeuge wie Discord. Da kann man Räume gestalten, in denen wir auch jetzt Gruppenarbeit machen kann. Vielen Dank für alle, die sich da einsetzen, dass regelmäßig Gruppen online stattfinden. Und wir wollen als Bewegung insgesamt online streamen. Oft live, damit wir merken, wir sind miteinander verbunden und vor allem durch Gott getragen. Ein paar solche Dinge möchte ich hervorheben. So will ich besonders auf den Live-Gottesdienst sonntags hinweisen, der bis zum Ende der Osterferien hier aus dem Schlosskeller ausgestrahlt wird. Immer um 11 könnt ihr hier Gottesdienst mit uns feiern. Dann haben wir montags in Zusammenarbeit mit Graben Neudorf und Liedolzheim ein schönes Gottesdienstangebot für Jugendliche, immer um 20.30 Uhr. Dienstags der Bibel-Livestream, 14-tägig, aus dem Schlosskeller um 20.15 Uhr. Und dann haben wir so schöne Sachen wie einen Jugendgottesdienst, sonntags um 18.30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem CVM Heidelberg-Mitte. Klasse, dass solche Angebote so schnell möglich sind. Dazu will ich für die Jungscha-Kinder hinweisen auf Der Arzt, Lukas und Du. Ein schönes Angebot, das ihr auf unserem YouTube-Kanal findet. Immer alle zwei Tage gibt es hier auch live einen Bibeltext und einen Impuls für die Altersgruppe der 9- bis 13-Jährigen. Von daher ein schönes Bundesprogramm, das wir zur Verfügung stellen. Ich lade euch ein, das einfach rege zu nutzen und gerne auch zu streuen, dass viele in den Genuss der Angebote bekommen. Ich freue mich, dass wir miteinander unterwegs bleiben, auch in dieser herausfordernden Zeit. Ich danke euch für alle Zeichen der Ermutigung und wir bitten euch, sendet uns eure Anliegen, damit wir für euch beten können. Hier im Lebenshaus und auf dem Marienhof wird täglich gebetet und wir greifen gerne auch eure Anliegen auf. Wir denken an euch. Gott befohlen.